Es gibt auch dieses Argument, dass Jesus Wein getrunken hat, oder besonders in Johannes Kapitel 2 sagen, Jesus hat Wasser zu Wein gemacht. Er hat die Gäste in dieser Hochzeitsfeier Wein gegeben. Aber damals, guck mal, heute haben wir Saft in einer großen Menge. Ja, wir haben diese Processed Fruit Juice. Ne, das ist einfach zu machen. Wir haben ja alle diese Maschinen. Damals gab es keine Maschinen. Mhm. Man musste mit Hand oder mit Füßen diese viele Obst und alles drücken. Ja, wie wir gesehen haben, dass ja die Trauben auspresse in den Becher richtig, des Pfarrers. Richtig, richtig. Und es war sehr teuer damals, Saft zu machen. Saft, das alkoholfrei ist, war sehr teuer, so nur für besondere Veranstaltungen gegeben. Mhm. Ja, und Jesus hat an diesem Hochzeitsfeier einfach Wein von Wasser gemacht, das war einfach Saft, das glaube ich. Wenn ich die ganze Bibel lese, das ist kein alkoholischer Getränk, das war einfach Saft. Ich weiß nicht, welche Früchte, welche Obst das ist, vielleicht Traubensaft, Granatapfelsaft, Apfelsaft, weiß ich nicht, aber das war Saft. Ja, ja, aber Wein ist Wein, Moses. Wein ist Wein. Aber wie wir bewiesen haben, Hohelied 8, Vers 2 zum Beispiel, kann Wein eben auch Granatapfelmus bedeuten in der Bibel. Ja. Ist einfach ein anderer Sprachgebrauch. Mhm. Und wir müssen die Bibel mit der Bibel definieren. Ja. Geistliches geistlich erklären. Richtig. Und nicht weltlich erklären. Also ja, das war garantiert kein alkoholischer Wein. Ich meine, glauben diese Leute allen Ernstes, die so argumentieren, dass Jesus absichtlich die Leute betrunken gemacht hat? Ich meine, wie bitte? Allein schon das sollte ausreichen, um zu sehen, okay, es kann sich hier nicht um alkoholischen Wein handeln. Ich meine, Jesus ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott und das Wort ist, war Gott. Jesus, der das Wort ist, ja, das Wort, das uns sagt, dass wir nüchtern sein sollen, dass wir nicht auf den Wein schauen sollen. Soll Jesus uns wirklich Alkohol zu trinken geben, die Hochzeitsgäste betrunken machen? Das macht keinen Sinn. Ja. Das ist Schwachsinn. Ja, aber wie du schon meintest, sagen manche als Gegenargument, okay, aber Jesus hat doch auch Wein getrunken. Nun, da ist was Wahres dran, wenn man eben daran denkt, dass Wein anders definiert werden kann in der Bibel. Dass es eben nicht automatisch alkoholischer Wein ist. Also ja, insofern könnte man sagen, Jesus hat Wein getrunken. Aber sie meinen natürlich alkoholischen Wein. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo das steht in der Bibel. Ja. Ich finde keinen einzigen Vers, wo das so wortwörtlich steht, dass Jesus Wein getrunken hat. Ja. Und ich denke, worauf sie sich beziehen, sind die Verse beim letzten Abendmahl, wo Jesus gesagt hat, dass er von nun an nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken wird, bis sie es eben neu trinken werden im Reich Gottes. Aber steht da wirklich Wein oder steht da Frucht des Weinstocks? Da steht Frucht des Weinstocks. Und seit wann ist die Frucht des Weinstocks alkoholischer Wein? Als der Mundschenk dem Pharao die Trauben ausgepresst hat in seinen Becher, da war das kein Alkohol. Ja. Ja, das war die Frucht des Weinstocks, das war Traubensaft. Richtig. Unalkoholischer Traubensaft. Also nein, Jesus hat keinen alkoholischen Wein getrunken. Die Frucht des Weinstocks ist viel logischer Traubensaft, nicht vergorener Traubensaft. Und was auch wichtig ist, diese Formulierung wird ausschließlich von Jesus verwendet, sonst nirgendwo in der Bibel. Wir finden das sonst nirgendwo. Nur beim letzten Abendmahl mit den Jüngern. Ja. Scheint also ziemlich wichtig zu sein, dass er gesagt hat, Frucht des Weinstocks, nicht wahr? Warum wohl? Weil es eben Traubensaft ist, kein alkoholischer.